Und Ibn al-Qayyim sagt nun, und die Gesandten Allahs, Allahs Segen und Friede sei auf ihn allen, wurden entsandt, um zu dieser Kenntnis aufzurufen. Also die Kenntnis über Allah, dann die Kenntnis über den Weg zu Allah und drittens die Kenntnis über den Lohn. Diese drei Sachen. Und das ist in Surat al-Fatih. Die Kenntnis Allahs, die Kenntnis über den Weg Allahs und die Kenntnis über den Lohn. Die Kenntnis Allahs, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Das Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Gnädigen, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tag des Gerichts. Das sind Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Kenntnis Allahs. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Das ist der Weg zu Allah. Wir dir alleine dienen wir und dich alleine bitten wir um Hilfe. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Leite uns recht zum geraden Weg. Welcher gerade Weg? Also, dass wir dir dienen, dass wir dich um Hilfe bitten, dass wir dir dienen können. Wir brauchen Hilfe, um dir dienen zu können. Das ist der Weg zu Allah. So, was ist jetzt der Lohn? Sirat al-ladhina an'amta alayhim, den Weg derer, denen du Gunst erwiesen hast, ghayr al-maghdubi alayhim wa ad-dallin, nicht derer, denen gezürnt wird und nicht den Irregegangenen. Das ist der Lohn. Was heißt, wo liegt jetzt der Lohn? Also denen Gunst erwiesen wurde, die werden belohnt. Denen gezürnt wird und die Irregegangenen, die werden bestraft. Das ist die Botschaft des Islams. Die Kenntnis über Allah, die Kenntnis über den Weg zu Allah und die Kenntnis des Lohnes, wenn du diesen Weg beschreitest oder eben nicht. Möge Allah uns die Kenntnis über Allah geben und uns diesen Weg beschreiten lassen und uns reichlich belohnen dafür und unsere Sünden vergeben.